Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Roadmap, und zwar zur Roadmap der sogenannten Bahnpfusch Hochschule, kurz BPH. Um einmal ganz kurz zu erklären, wer oder was ist BPH und was ist das für eine Roadmap. Bahnpfusch Hochschule ist ein Kollektiv aus ModderInnen, die Content für Trains in World 5 modden. Und das Ganze ist, weil es Modding ist, natürlich nur bezogen auf den PC und nicht in irgendeiner Art und Weise auf Konsolen. Das sind keine offiziellen DLCs, sondern das sind alles Mods. Und weil die Bahnpfusch Hochschule so viele verschiedene Mods macht, die auch allesamt durchaus einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen, dachten sich jetzt die Leute von der Bahnpfusch Hochschule, liebe Grüße, es ist an der Zeit, eine eigene kleine Roadmap zu erstellen. Analog zur Roadmap vom DTG. Wem die Bahnpfusch Hochschule kein Begriff ist, die haben unter anderem das IC1 Enhancement Pack gemacht. Was war noch? Baureihe 612 Enhancement Pack, das wir uns vor kurzem angeguckt haben. Und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Mods, die wirklich die richtig guten sind. Auch zum Beispiel die God Mode Mod vom guten Fubian, der auch Teil der BPH ist. Ne? Und jetzt können wir uns das Ganze hier mal angucken. Was wird hier angekündigt? Und zwar Frankfurt-Fulda Enhance und Expansion Pack. Also was auch immer das genau sein soll. Es kann sein, dass sowas Szenerieveränderungen beinhaltet, vielleicht auch gewisse Audioveränderungen, vielleicht aber auch noch irgendwas anderes, wer weiß. Dann haben wir einmal Private Companies Livery Pack. Also für die Baureihe 185 ein großes, großes Pack mit sehr vielen Repaints für die 185 mit dem PC erstellt. Dann hier ganz besonders interessant, ATEMU, eine österreichische Multiple Unit, Electrical Multiple Unit, also ein Elektrotriebzug, der gebaut wird, also ein richtiger Zug, ein kompletter Zug, fahrbar. Dann wird ein Update für die Baureihe 612 kommen, für das Dresden Chemnitz Enhancement Pack, beziehungsweise, entschuldigt, für die Baureihe 612 für Dresden Chemnitz so. Dann das EANOS Mini-EP, also für die EANOS-Wagen, die mit der Baureihe 193 dazugekommen sind. Und ein Update für die Baureihe 146 Soundmod. Wir können auch noch mal gerne ein bisschen auf den Text hier eingehen. Also was neu in diesem Sinne dazugekommen ist, ist eben dieses Janos Mini Pack und vor allen Dingen hier österreichischer Zug. Updates, die in der Pipeline sind. Und hier erklärt die Bahnpfusch Hochschule, dass sie hier ihre allererste Roadmap präsentieren mit ihren aktuellen Projekten. Aufgrund von einer hohen Nachfrage seitens Community bezüglich deren Mods und dass eben mehr Leute mehr Mods wollen von der Bahnpfusch Hochschule, einfach weil sie qualitativ wirklich sehr, sehr gut ist, haben sie sich gedacht, wir machen jetzt eine Roadmap. Zum EANOS Mini-EP, dazu wird gesagt, dass das Ganze vom guten Yuzi ist, ein guter Freund von mir, wirklich sehr, sehr, sehr angenehmer, netter junger Mann, zusammen mit Erik 0815, den wir auch schon kennen vom Baureihe 612 Enhancement Pack, der dort die, unter anderem die, ich glaube, Stehtexturen und sowas mitgeliefert hat. Und dieses EANOS Mini-EP wird halt eben verschiedene neue Texturen und Witterungen haben, also neue Repaints, wenn man so möchte, und halt eben Witterungstexturen. Und was ganz besonders cool ist, und ich habe davon schon Bilder gesehen und das sieht wirklich cool aus. Wir haben auch New Types of Cargo, also die Ladung, zum Beispiel Scrap Metal, also so Altmetallblöcke und Logs, also Baumstämme, kann man jetzt auch da transportieren. You will also have the ability to place down the end of train boards, also dass man die Zugschlusstafeln platzieren kann. Kann man auch machen, indem man einfach jeweils da draufklickt am Wagenende. Dann zur. Achso, hier gibt es noch ein paar Bilder dazu. Ja, sieht sehr, sehr cool aus. Und hier sehen wir auch die Ladung. Also hier sehen wir diese Scrap Metal Blocks, diese gepressten Altmetallblöcke. Und hier einmal die entsprechenden Baumstämme, die dort
gelagert sind. Und was wir auch sehen, ist, sind die neuen Texturen, diese VTG-Texturen. Einmal hier so ein Dunkel, sehr stark verwittert auch. Hier in diesem eher rötlichen und hier dieses bräunlich verwitterte, wo die Farbe schon abgeblättert ist. Also sehr, sehr, sehr cool. Zum österreichischen Zug, zum Triebzug. We proudly present our first own electric multiple unit. Almost all members are involved in this project. Das heißt also, alle, die bei der Bahnforschungsschule dabei sind, und das sind auch schon einige, sind da tatsächlich daran am Arbeiten. Und hier, kleines Rätsel für euch, könnt ihr erkennen, um welchen Zug es sich dabei handelt. Also, dass es ein ÖBB-Zug ist, scheint wohl klar zu sein. So viel kann man definitiv hier erkennen, wenn man weiß, dass es ein österreichisches Fahrzeug ist. Ist das safe, ein ÖBB-Fahrzeug? Ein Regionalzug, es scheint mir zum Beispiel nicht die Farben eines Railjets zu haben. Könnte aber auch vielleicht eine Lok sein. Nee, gar nicht. Ne? Gut, es ist ja EMU. Ja, ne, also es wird wohl irgendein Regionalzug sein, aber könnt ihr erkennen, welcher das ist? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da könnt ihr gerne mal raten. So, zum Baureihe 612 Enhancement Pack. Wird es ein paar Improvements, also Verbesserungen noch geben, und zwar ja ein paar neue Sounds, die dort angepasst und verbessert werden, hier mit mehr Motorgeräuschen und so weiter, und vor allen Dingen Implementation of the GSMR, also GSMR, das wir aus dem ICE1 Enhancement Pack kennen und dann später auch von der Baureihe 101 Expert DLC. Auch hier soll jetzt das GSMR mit reinkommen. Können wir uns auch hier nochmal angucken. 612er hier mit dem GSMR. Ne, der Fokus liegt dann vor allen Dingen darauf. Sehr, sehr cool. Frankfurt Fulda Enhancement Pack. Enhance und Expansion Pack. So. Auch ein Projekt, wo fast alle mit dabei sind. Und hier wird jetzt erstmal nicht zu viel verraten, aber ein paar Dinge, die schon gesagt werden können. Und zwar komplett neues Soundset, sowohl für die Dostos als auch für die 114. Ich kann mir vorstellen, dass das halt wie bei den Salzburg-Rosenheim-Dostos dann der Fall ist, dass die diese Sounds dann bekommen. Die 114 kriegt aber auch neue Sounds, da freue ich mich sehr drauf. Die Baureihe 146 Soundmod wird dann einfach Teil dieses EPs sein. Das gibt es ja aktuell ja als einzelne Mod zum Downloaden. Das wird dann einfach Teil des Ganzen sein. Dann die Hessische Landesbahn 642 und 629 werden die verkehrsrote Version ersetzen, also Repaints für den Triebzug. Dann passende Repaints und Interiors für die Baureihe 423 und 425. Ne, die 423 aktuell Vanilla, ja ohne diesen Verkehrsverbundsstreifen. Und das Interieur passt auch noch nicht so ganz und das wird dann angepasst. Station Announcements. Sehr, sehr, sehr cool. Das kennen wir schon aus Hamburg-Lübeck. Da habe ich euch ja mal die Station-Announcements vom guten Manny ja schon mal vorgestellt. Und der arbeitet da schon ganz, ganz fleißig dran. Und more to be announced. Also da wird noch mehr dazu kommen. Bin mal gespannt, was da sonst noch kommt. Wir gucken uns das Ganze hier mal an. Hessische Landesbahn hier. Sehr schön. Sieht sehr, sehr cool aus. Auch hier im RMV-Design die Baureihe 425 mit dem angepassten Interieur und noch viel cooler RMV Baureihe 423 gibt es auch aktuell schon als Repaint. Gibt es das schon von einem anderen Modder, von Myron, als Mod hier bei Trains and Community. Da ist dann das Interieur aber nicht angepasst, ne, sondern das ist in diesem Sinne nur die Außenhaut, der Skin, wenn man so möchte, die verändert wurde. Das Interieur ist da aber nicht anders und das wird hier dann aber angepasst, ne? Dass es dann hier eben nicht nur außen ist, sondern auch tatsächlich der Innenraum korrespondiert mit der Realität. Was haben wir hier? Genau, dann kommt dann eben genau diese Variante mit dazu. MSX, RMV und BLB Dostos und dann nur RMV und VVO Dostos, also und auch BLB, das heißt also, man kann diese Dostos auch dann überall fahren, weil die dann auch entsprechend mit den passenden Deckels ausgestattet worden sind. So, nochmal zu 146 Soundmod.
Also die Soundmod, die Fubian und der gute Raphael zusammen gebaut haben, wird bald ein Update bekommen mit brandneuen Aufnahmen für sowas wie die Gearbox. Also ne, die was kann man dazu sagen, der Schaltkasten oder so ähnlich, das Horn und viele andere neue Sounds, sodass die Erfahrung, die Experience noch viel besser wird. Und dann haben wir hier das Trax AC2 Private Companies Livery Pack. Ein Livery Pack mit nicht weniger als aktuell 70 Repaints für die Baureihe 185 von Mabitze. Und Mabitze ist noch längst nicht fertig. Folgende Loks werden dann unter anderem dabei sein: Locomotion, ITL, Akiem, Alpha Trains, MRCE, Railpool und viele, viele weitere. Können wir uns auch nochmal hier angucken. Wow. Okay. Das ist total verrückt, oder? Also da weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Okay. Und dann gibt es Repaints für die 4-Panto-Variante vom 185er. Mit den entsprechenden Repaints hier 500 Jahre Reformationstag. Captrain. Ah, wie cool. HSL, das ist auch wirklich einer der coolsten Repaints, die es, glaube ich, überhaupt gibt. Also der Knight Rider von HSL ist so eine coole Lackierung. Auch hier die andere Lackierung von HSL, auch sehr, sehr schön, finde ich. DB Cargo, SSBB Cargo ist auch mit dabei. Genau. Das war's an dieser Stelle. Also so viel zur BPH Roadmap, zum Modding Roadmap. Sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wann die nächste Roadmap kommt, ob das Ganze auch dann in einem monatlichen Zyklus stattfindet. Aber wie gesagt, das Ganze analog nur für die Modding-Community, also nur für die Leute, die Trains and World auch am PC spielen und eben nicht an der Konsole. Für die ist das Ganze hier gedacht. Und ja, let me know in the comments, was ihr darüber so denkt. Über die ganzen Projekte, auf welches ihr euch ganz besonders freut. Habt ihr vielleicht auch bestimmte Projektvorschläge, was da vielleicht in gewisser Form, ja, was ihr euch vielleicht noch als Mod sehr gut vorstellen könntet, was ihr da gerne hättet. Kommt jetzt nicht mit, bitte baut ein Railjet oder so, ne? Also aktuell sind sie halt beschäftigt mit diesem einen Zug und das reicht total. Aber so, ne, wenn ihr ansonsten irgendwelche Mod-Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.